Was geht ab, Leute, und willkommen zu der ersten Folge von Spider-Man auf der PS4. Ihr habt richtig gehört, denn ich bin insgeheim echt ein großer Spider-Man-Fan. Auf jeden Fall habe ich damals auf der PlayStation 2 Spider-Man 2 so gesuchtet und da dachte ich mir, komm, das Spiel ist jetzt draußen auf der PS4, du hast dir erst eine PS4 geholt, passt doch perfekt, oder? Dann streamst du das einfach. Also wir werden das alles durchstreamen, deswegen gönnt euch, Freunde, lehnt euch zurück. Es wird, ich weiß nicht, wie viele Parts es geben wird, auf jeden Fall werden wir das ganze Spiel durchspielen. Jeden zweiten Tag werden wir streamen und damit ihr natürlich nichts verpasst, folgt mir am besten da einfach hier auf Instagram. Denn da werde ich die Streams immer ankündigen oder ihr könnt natürlich auch abonnieren und dann die Glocke drücken, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung zum Stream. Und Leute, oh mein Gott, ich bin immer so gehypt, Alter. Auf dieses Spiel habe ich so lange drauf gewartet, also ich habe so ein bisschen verplant, dass es da ist, aber komm, wir machen direkt mal hier ein neues Spiel, denn die Musik ist gerade so laut in meinen Kopfhörern, das glaubt ihr gerade echt nicht. So, okay, Schwierigkeitsgrad wählen, freundschaftlich, erstaunlich, spektakulär, komm, wir machen mal erstaunlich. Also das ist, denke ich mal, normal. Und Audiomodus, Heimkino, wir machen mal Kopfhörer, Untertitel können wir nochmal anmachen. Und fortfahren. Die Musik ist gerade so laut, Alter. Das glaubt ihr gerade nicht. Ich habe es für euch ein bisschen leiser gemacht. Ich bin sowas von hype darauf. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lehnt euch auf jeden Fall zurück. Es wird einfach so nice. Ich werde, glaube ich, ungefähr jeden Part wird, glaube ich, werde ich, glaube ich, so 2 Stunden gestalten. Gucken wir auf jeden Fall mal, wie das sich alles nachher so anpasst. So. Nicht geschafft zu rasieren. Ja, moin. Spider-Man-Hype. Ah, Mann, ab geht's, Alter. Jetzt haben wir hier erstmal ein Schicken Lars Green. Und ich mach direkt mal den Game Sound ein bisschen lauter für euch. So. Denn wir haben jetzt hier gleich schon die erste Einführung. Also ich hab's noch nicht gezockt. Noch gar nicht. Ich habe extra darauf gewartet. Ich wollte auch gestern zocken. Aber konnte ich ja leider nicht. Oh. Ich bin so hyped. Ich bin so gehypt. Ich habe mir noch nichts angeguckt. Also keine Story oder sowas. Also könnt ihr auf jeden Fall mal ein Like dafür da lassen, wenn ihr mal mehr von Spider-Man sehen wollt. Das habe ich noch vergessen zu sagen. So, jetzt gucken wir bei mir im Computer. Ich glaube, wir sind hier gerade bei Peter Parker. In dem Haus. Wenn mich das nicht ganz irrt. Nee, kostenlos ist es nicht. Alle Einheiten Stufe 4 Mobilisierung. Einsatzort Fisk Tower. Fisk? Chillig. Oh, ich habe lange kein Story-Spiel mehr gespielt. Ich bin so hyped darauf. SWAT ist 1084 beim Fisk Tower. Alle Einheiten standby. Haftbefehl kommt. Shit, ich, Alter. Wie ein Kinofilm gerade. Ohne Spaß. Wie ein Kinofilm gerade. Okay, halte R2, um zu schwingen. R2, um loszulassen. Okay. Okay, also R2 ist zum Schwingen. Drücke X, während du R2 gedrückt hast, um zu springen, um schneller zu werden. Okay. Okay, also kann man springen. Zack. Ah, okay. Also das hat man schon langsam raus. Das ist schon einfach. Was ist so? Schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk-Tower. Es ist so nice. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Boah, ich liebe Spider-Man. Oh, das Spaß. Aber ich kann mit X, kann ich glaube ich so... Okay, wir müssen zum Times Square. Oh! Oh! Bin schon fast da. Spider-Man ist da. So. Chillig. Wir müssen, glaube ich, einfach dem Helikopter folgen. Und dann zum Times Square da vorne. Das spielt sich halt alles gerade in New York ab. Und die Grafik... Ich meine, ihr seht es ja selber, oder?
Die Grafik ist immer so der Burner. Hallo? Parker, wo sind Sie? Wir müssen mindestens einen Probelauf machen, bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid. Ja, ich war gerade beschäftigt. Persönliches Problem. Ich komme sofort. Versprochen. Übel nice. Es ist so eine Mischung aus Just Cause und GTA. Schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Drücke X, um einen Netzschwung auszuführen. Ah, okay. Also wenn ich X drücke, dann kann ich mich so nach vorne dingsen. Okay, zack. Okay. Chillig. Muss auf jeden Fall gleich mal den Sound ein bisschen leiser machen, weil bei mir ist er richtig laut. Oh, erste Cinematic hier. Ja, Niklas, auf jeden Fall. So, okay. Wir sind anscheinend die Bösen. Zeit für den Rambock. Rambock? Grüße ihn raus. Ja, die machen wir gleich fertig. Ja, Assis. Oh, jetzt muss ich direkt. Oh, ich muss direkt spielen. Ich weiß nicht. Tippe Y, Dreieck um einen Netzschlag. Okay, zack. Bam. Anzugreifen. Dein Spinnensinn blitzt um deinen Kopf, um dich. Okay. Also, wenn ich. Okay, wenn. Okay. Spinnensinn. Auszuweichen. So, ich muss erstmal ein bisschen auf die Steuerung klarkommen. Aber kann ich. Ah, okay, okay. Vorsicht, ich habe heute Lust, mich zu prügeln. Hinter ihn! Boot. Kommt her, Alter. Was willst du? Okay, ich darf ihn nicht schlagen lassen. Das ist mein Spinnensinn. Oh, erstmal auf die Steuerung klarkommen, Freunde. Zack. Zack. GTA-Style, auf jeden Fall. Okay, kommt direkt nochmal. Drücke Kreis und L, um eine Seite auszuweichen. Okay, zack. Tippe wiederholt auf R1, um den Gegner einzuspinnen. Fisk hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Halte Luftschleuder. Drücke wiederholt. Oh, was ist los, Digga? Okay, das war ganz chillig. Spider-Man, wie sieht's aus? Fast fertig hier. Und bei dir? Oh! Bin Jungs, wir sind fast tot. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Hand schenkst. Bruder, Hilfe! Ich will hier nicht in der Einführung sterben. Wie kann ich sprinten? So, ich muss halt erstmal auf die Steuerung klagen. Ja, das war's ja mal schon mal komplett. Ja, ich hatte nur 25 Leben, auf jeden Fall. Okay, ich muss erstmal auf diese Steuerung klarkommen. Ist halt echt was anderes. Spider-Man, wie sieht's aus? So, damit konnte ich die einnetzen. So konnte ich ausweichen. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Ey, auf mich wird die ganze Zeit geschossen. Wie konnte ich nochmal Spidey-Sinn machen? Ja moin, bin schon wieder fast tot. Ich bin ein richtiger Noob, Freunde. Ich bin ein richtiger Noob. Wie kann ich nochmal den Spidey-Sinn machen? Habt ihr das... Ja moin, ich verkacke in der Einführung. Warte mal. Ich brauche kurz hier im Tutorial verloren. Ich brauche kurz hier einen Tipp. Erstmal mache ich kurz Audio leiser. Weil die ist richtig laut. So, Musik machen wir so. Dialog auch so. Und Soundeffekte machen wir auch so. Dann mache ich euch mal... Ein bisschen lauter hier nämlich. So. Ich war kacke in der Einführung, alles klar, Digga. Fast fertig hier. Aber das war noch. Nee, wie konnte ich dann ausweichen? Bin gleich da. Ich freue mich. Okay, so ist eine Luftschleuder. Okay, jetzt ist mir das zu leise. Warte mal ganz kurz, Freunde. Ich muss hier. Das konnte ich halt alles eben nicht einstellen. Ich mache jetzt einfach das auf 8. Das auf 6. Okay. Das sollte passen. Ey, mich regt er mit der Pistole auf. Komm mal her jetzt.
Wie kann ich nochmal ausweichen? Ich weiß es nicht. Du musst gedrückt halten. Bin schon wieder tot. Oh, wir haben uns fast getroffen. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Ich weiß gerade nicht wie, aber wir haben es irgendwie geschafft. Wenn dann neben deinem Kopf aufblitzt, dann musst du L1 oder R1 drücken. Ach so, eins von beiden. Okay. Ist der Game-Song gerade zu leise? Ich wusste, dass Fisk nicht einfach abdanken würde. Oder passt der Game-Song gerade so? Ich kann es halt gerade leider nicht so gut hören. So. Okay, direkt mal hin. Also, es ist okay. Ich muss auf jeden Fall erstmal auf die Steuerung klarkommen. Das ist schon mal safe. Das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Folgen bessern. Du musst Kreis drücken. Okay. Okay, gut. So. Ein AP, Monkas. Juri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Zu leise? Ich werde dann mal. Dann mal. Hast du? Okay. Ja. Es ist soweit, Willy. Perfekt. Oder Fabi sagt, guck mal, passt das so? Ich möchte es ja ungefähr so laut haben wie ich. Also ein bisschen leiser als ich. Zu leise, mein welcher? Hey, wo willst du denn mit Kreis hin? Ausweichen, okay. Fang! Ich mach den Weg. So, warte, ich mache einmal ganz kurz. Dann machen wir es einfach so wie eben. Ich hatte das ja eigentlich relativ ganz gut. So, zack, 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 zack. Und dann mache ich das so jetzt. Okay, wir haben es geschafft. Fortsetzen. Drücke X zum Springen und R zum Schwingen. Okay, muss ich hier jetzt raus oder? Oh ne, ich muss glaube ich kämpfen. Fokus. Warte mal, baue Fokus auf, indem du die Gegner angreifst. Du bewirkst mehr Schaden, wenn du mehr Fokus hast. Okay, wie mache ich mehr Dialog zu leise? Habe ich lauter gemacht. Okay. Also jetzt passt ja der Gaming-Sound, oder? So. Oh ne, warte mal. Ich kann eigentlich. Ich mache einfach so wie eben. Dann bin ich voll in Action drin. Ja, Fokus habe ich kurz verstanden. Schlechte. So, ich mache einmal so wie eben. Und jetzt, das war die letzte Unterbrechung. Zack, 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 zack. Komm, alles immer hoch. Fortsetzen. Nachrichten. Ihr schafft das nicht, Kumpel. So. Was will Spider-Man hier? Er wird alles verwandelt. Luftkombo. Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs. Okay, auf ihn raufgeschwingt. Ich gehe so weich ich aus. Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Luftkombo, Digga. Boots, Boots. Er schafft es nicht an. Okay, das war ja schon mal viel besser als eben. Wie geht das? Okay, wir haben ganz schön viel Leben verloren. Fokuslevel ist voll. Halt ihn doch endlich ab. Okay. Zack. Nein, nein, nicht wieder sterben. Du willst mehr? Warum ist das so schwer? Ich hab ein AP. So läuft das dann. Nee, Alter. Ich bin zu schlecht. Ich bin zu schlecht. Das ist ja nicht schön anzusehen. Komm, dann schwimmen wir jetzt mal auf einfach. Ich bin ja ein richtiger Noob. Das ist ja gar nicht schön, Alter. Ich mach den Weg frei. Ich mach jetzt auf einfach, Freunde. Spiel, Schwierigkeitsgrad. Machen wir mal freundschaftlich. Komm, wir wollen mal freundschaftlich kurz mal spielen. Mir! Los, hier ist Spider-Man! Das ist ja peinlich! Netzschlag, okay. So. Fokus. Wie aktiviere ich den Fokus? Kann mir das jemand sagen? Dann habe ich das auch gleich. Höhe deinen Kombozähler. Erhalte den Bonus zum Luftkämpfen. Schlechte Nachrichten! Okay. Ihr schafft das nicht, Kumpel! Vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Schlapp ihn! So, kommt her, Jungs, Alter! Kennt ihr das, Spider-Man? Holt ihn durch! Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Alter, wenn die das Spidey sind, das. Oh, Noob, ja. So. Den holen wir uns, den holen wir uns. Ja, aber kann doch nicht so schwer sein. Ich bin doch ein guter Gamer, oder nicht? Hoffentlich bist du versichert. So. Zack, zack, zack.
Mein Fokuslevel ist voll. Ah, okay, wir haben so coole Sachen hier. Zack, Junge. Nutze deinen Fokus, um dich zu heilen. Je mehr Fokus du hast, desto mehr kannst du dich heilen. Ah, guck mal, okay. Das wird anscheinend nachher noch einfacher. Kreuztaste nach unten. Gucken wir gleich mal. Fortfahren. Ah, okay. So kann, man kann sich heilen. Gut, dankeschön. Runter, runter, runter! Ich muss die Schützen ausschalten. Okay, so kann ich also etwas hinschwingen. Du bist erledigt. Heilen, Bruder. So, komm, wir gehen nach oben. Komm wieder runter! Zack, zack, zack. Das wird ihn aufhalten. Gut, Junge. Langsam habe ich den See raus. So. Geladen und entsichert. Oh. Okay, ich bin gut ausgewichen. Zack! Ich glaube, das waren alle. Okay, heilen. Los, los! Langsam habe ich den Dreh raus. Langsam habe ich ja. Die Aufzüge sind abgeschaltet. Nehmt die Treppe. Soll ich wieder aus dem Tutorial-Level raus? Ich mag es lieber etwas direkter. Wenn der Fokus voll ist, kommt eine Anzeige mit Kreis und Dreieck, dann musst du gleichzeitig drücken. Okay, gut, danke. So. Spider-Man. LOL. Auf dem Weg nach oben. Und ja, hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss. Und Fisk hat bewaffnete Männer, dass man es auch hier machen kann. So. Halte für einen Landlauf R2. Und okay. Wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Noch nicht. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Okay. Wir brauchen Beweise, wenn wir ihr Ding festmachen wollen. Okay, auf in den Serverraum. Hochkrabbeln in den Serverraum, Freunde. Nee, ruft an. Ich gehe besser ran. Hallo, Tante May. Was ist das für ein Lärm? Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wollt nur fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt? Na klar! Hey, Stock, ich muss los. Okay. Ach, Tante May. Ich dich auch. So, okay, da oben sind die. Spider-Man! So, komm her, Jungs. Was ist los, mein Junge? So, den haben wir uns easy mal geholt. Zack. So, wer braucht noch Hilfe? Komm her, Alter. Bam, bam. Okay, das ist... Okay, Fokusleiste voll. Bei der vollen Fokusleiste kannst du einen Finisher ausführen, mit dem du einen Gegner unmittelbar ausschalten kannst. Okay. Festhalten, damit er nicht rumspringt. Dachtet ihr denn wirklich, dass das gut ausgeht? Ah, okay, also nur ein Gegner. Runter! Okay, Fokusleiste voll. Er darf nicht. Zack! Und der nächste. Der Boss will deinen Kopf. Versuch ihm den Hintern. Na, denkt ihr über euer Leben nach? Yo, Rey Mysterio! Jetzt stirb endlich! Der hat gerade einfach einen Rey Mysterio gemacht. In der Luft kriege ich ihn nicht! Zack, erstmal Feuerlöscher abbekommen. Auf ihn rauf. Okay, wer braucht Hilfe? Das wird ein mieser Tag für dich. Die Steuerung habe ich langsam raus. Heute stirbst du! So, ein wenig. Chillig. Ich muss den Serverraum finden, bevor alle Beweise vernichtet sind. Okay, Serverraum finden. Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise.
Scanne mit R3 nach Gegnern. Wie reinschleichen. Oh. Ah, okay. Reinschleichen. Da ist er ja. Lüftungsklappe. Wo ist die Lüftungsklappe? Hier, die Lüft. Ah, da ist die Lüftungsklappe, okay. Mein so, rein hier. Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink. Das Spiel kostet, glaube ich, 70 Euro. Beheilung, der Boss will, dass alles gelöscht wird. Das Löschen geht eben nicht schneller. Okay. Ab geht's, Luftattacke. Niedlich, wenn sie so nichtsahnend sind. Ja, moin. Bin ich hier beim Support? Ich hab mein Passwort vergessen. Wo gehst du denn da rein, Alter? Okay. Zack. Okay, der hat gerade seinen Kumpel gehauen. Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Das wird dir das Maul stopfen. Zack, auf den rauf. Gut. Okay, man kann sich wieder heilen. Hier ist er chillig. Muss die Konsole erreichen, bevor alles gelöscht ist. Okay, auf den Computer zugreifen. Weh, ich muss jetzt irgendwas hacken. Ich kann das, kann sowas gar nicht. Sind. Oh, ihr habt den letzten Kernel-Patch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie fein. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? So. Verdammte! Brech die Tür auf, sofort! Okay, mehr Gegner gegen ihn bekämpfen. Kann ich einen Moment eine Pause haben? Um geht ihn. Verstört alles. Ah, okay. Sieh dich um. Mein Bett. Halte. Was hast du jemals Großes vollbracht? Okay, warte. Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. In der Luft treffe ich. Ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. Das war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Er fängt erst an. Okay. Tja, dann mach dich besser bereit. Fokusleiste voll. Combo. Ich werde dir das Maul stopfen, für immer. Oh, schade. Okay, das hat ordentlich abgezogen. Jetzt rein! Mist, holt ihn auf den Boden! Ich weiß immer noch nicht, was man machen soll, wenn man diese Fokusleiste bekommt. Die treffen mich halt irgendwie trotzdem. Okay, ab dahin. Juri, eine Explosion. Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihm freie Bahn verschaffen. Tötet ihn, sonst tötet der Boss uns. Gefällt dir das Feuerwerk? Wir haben noch mehr davon. Boah, der kriegt Alter, der kriegt richtig einen auf den Deckel. Jetzt kapiert, dass das kein Spiel ist. Zack, okay, der auf dem Boden. Ich glaube, das waren alle. Der hat einen richtigen Kinnhaken bekommen, der Typ. Der Weg ist frei, los! Man muss nochmal draufhauen. Hey Jungs, okay. Ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Mann, ich will jetzt erstmal durch die Stadt fliegen. Das ist mir alles hier gerade zu anstrengend. Sie scheint festzusitzen. Hör mal, aber es ist halt um anscheinend wichtig für den Anfang. Okay, da braucht jemand Hilfe. Eingeschlossen. Ich muss sie. Los, alle weg! Evakuiert das Gebäude! Weg, Jungs! Komm schnell raus! Ich werde sie finden. Okay, warte, ich höre doch welche schreien, oder nicht? Ah, hier muss ich lang. Wir können nicht weg! Wir sitzen fest! Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Okay. Oh.
Komm, streng dich an! Los, los, los! Vielen Dank! So, jetzt hängst du fest. Okay, Willy. Ich komme. Spider-Man, ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser Lüftungsklappe, sein. Wo ist die Lüftungsklappe? Unsere Heli hat was abbekommen. Wir mussten ihn jetzt nach dem Verkehr ziehen. Wenn sich Mist einen Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. So, hoch geht's. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. So, ups, hab grad kurz nichts geguckt. So, wir müssen hier runter. Verdammt. Yuri, schick die Sanitäter, schnell! Ich versuch's. Okay, hier sind einige angeschossen worden. Ja moin, der hat den Panzer raus. Oh. Achtung! Hätte ich die aufhalten sollen? Nee. So, den erstmal auf den Boden schleudern. Jetzt ist Schluss. Jo, warum haben die jetzt alle eine Panzerfaust? Mehr Raketen? Bisschen übertrieben, oder? Wow! Der ist gut zurück, Alter. Der hat mich fast mit einer Rakete abgeschossen. Bam, auf dem Boden mit dir. Was? Ist nationaler Raketentag oder so? Der hat fast auf seinen Freund geschossen. Hat er, okay, der hängt da schon fest. Wow. Und aus. Auf ihn. Erwischt. Du bist erstmal hier. Zack. Weg mit dir. So, warte. So. Jetzt wieder. Okay. Tür aufreißen. Weiter geht's. Wo ist sie alle? Natürlich. Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando? Bewege L und nach vorne und halte meinen Parcours auszuführen. Okay. So, muss ich hier runter? Anscheinend nicht. Okay, so Parcours, okay. Schlapp dies! Nur die Ruhe, jeder bekommt was ab! Hier, frisch! So, warte. Er kann nicht ewig da oben bleiben! Arschtritte gefällig! Oh, oh. Nein! Okay, Fokusleiste ist voll. Kurz heilen. Okay, alles klar. Warte, ich sollte aber an die Wand. Ich hoffe, sie sind okay. Und dann einen Angriff ausführen, egal. Gucken wir mal, gehen wir mal weiter. Wir haben auf jeden nicht mehr viel Leben. Tür öffnen. Erstmal. Seid ihr in Ordnung? In Style. Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Okay. Feinde mit Schilden blocken Angriffe von vorne ab, sind aber von hinten unverwundbar. Verwundbar meine ich, okay. So, warte. Gut, dann machen wir es nochmal so. Tippe. Was ist denn für. Okay, Netzschlag. Ah, okay. Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Boah, die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf! Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B. Einer ordentlichen Tracht prügeln. So. Er darf nicht ins Büro. Jetzt knallt ihn doch ab. Wow, die haben Maschinenpistolen. Komm her jetzt. Die Fokusleiste ist voll. Okay, die haben Schilde, okay.
Wow, okay, die Schilde machen ordentlich Schaden. Okay, warte. Okay, wir müssen unter seine Beine. Und dann BAM auf den rauf. Double Kill, Alter. Doppelkill. Hey so. Yuri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Pass auf, der Boss ist stark. Okay. Sofort. Mit Vergnügen. Oh, ho, ho, ho. Oh, okay. Oh. Tür öffnen. Haben wir jetzt direkt einen Bosskampf? Ey, ich habe doch gerade erst die Steuerung gelernt. Ich will doch jetzt nicht direkt einen Bosskampf haben, aber da ist er. Ein Bosskampf anscheinend direkt. Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Och nö. Okay, jetzt muss ich gegen Leute kämpfen. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig. Ich muss meine Chance abwarten. Wow! Wow! Stopp! Wird nachgeladen. Wow! Stopp! Hilfe! Wow! Oh, okay, irgendwie haut 20 Euro raus! Ich kann gerade nicht! Was machst du da? Return, Digga! Vielen, vielen Dank für den 20. Alte Falte, ich hoffe, deine kennst deinen Alten noch. Natürlich, Mann. Das ist schon mega Zeit. Vielen Dank, Return, für den 20er, Mann. Mit Gebühren. Dankeschön. Aber jetzt ist gerade Bossfight. Du hast perfekt donated. Okay. Objekte zu werfen. Zack, auf ihn rauf. Das ist meine Chance. Komm her, Alter. Oh. Du stirbst genauso nutzlos, wie du gelebt hast. Gib dein Bestes. Komm her, Fisk. Oh, er ist wütend, er ist wütend, er ist wütend, er ist wütend. Wow, wow, stopp mal ganz kurz. Ey, er kann ja noch laufen. Du elende Nervensäge. Einen Moment, es ist gleich vorbei. Wow, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe, immer mit, ey, immer mit der Ruhe. Oh, 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 oh. Ey, stopp! Ey, dreht mal völlig durch, Alter. Okay. Du bist der größte Abschaum dieser Stadt. Ja! Ich weiß! Nicht! Das gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn! Wie, ich habe jetzt noch 9 AP. Okay, gut, hab ich noch. An alle Zugriff! Warte, ich muss es. Schaltet ihn aus! Alter. Ich komm nicht an ihn ran! Wow! Bartz, Alter! Los, holt ihn euch! Ah, ich kann doch schwingen! Haut rein! Ihr Schwachköpfe! Ihr seid zum Kämpfen! Ich will keine Ausreden hören! Ich kann. Ah, X kann ich so. Oh. Oh Gott. Das ist eine kurze. Bezahle ich kleinen Leute ausschalten. Oh,
Ich schaffe das alleine. Wow! Alter, was ist denn mit hier kranken Teilen rum? Beenden wir das! Wir haben es so gewollt! Okay. Stell mal deine Laune hier kurz. Leider komme ich auf die Steuerung nicht klar. Wo bleibt die Verstärkung? Oh. Ich weiß nicht, was. So, okay, Boss. Du bist zu weit gegangen, Junge. Nicht diesmal. Oh. Okay, ich musste mal ausweichen, wenn er schlagen will. Okay, komm mal her, mein Junge. Ey, nein! Hör auf, bitte! Okay, so, ausgewichen. Okay, man muss. Okay, das ist geil, man muss Sachen so timen. Und bam! Und bam, 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 bam! Oh, okay. Sollten wir uns küssen? Ach, wer Spider-Man 2 gesehen hat, weiß jetzt Bescheid, warum er das gesagt hat. Sollten wir uns küssen? Sehr moin. Oh, das war jetzt hier intens, Freunde. Ich wusste nicht, dass es direkt so heftig anfängt. Du spielst gut? Ja, ich lerne erst gerade die Steuerung. Also es wird auf jeden Fall noch besser und kontrollierter und sowas. Aber anscheinend haben wir ihn bekommen. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Whoop, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Okay. In einem Monat willst du mich wieder zurück! Okay. Der Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Boah, diese Grafik, ne? Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Freunde, diese Grafik. Pass mal auf jetzt hier. Neue Stufe. Okay, wir sind eine neue Stufe. Und greife mit um Fertigkeitsbaum. Auf den Fertigkeitsbaum zu. Ja gut, okay, das habe ich leider nicht. Ich spiele mit Xbox-Controller. Aber ich kann anscheinend das auch einfach nutzen. Fertigkeit. Innovator, Verteidiger oder Netzschwinger. Du wurdest hochgestuft. Okay. Fertigkeitspunkte werden verliehen, wenn du genug Erfahrungspunkte EP verdient hast. Schließ Missionen ab und besiege Gegner, um EP zu erhalten, um mehr Fertigkeitspunkte zu verdienen. Okay. Netzschwinger. Warte, ich kann mir jetzt eins von denen holen. Ich habe 6 Stück verfügbar. Ja, das Gute ist, dass wir gerade live streamen. Was sollen wir uns jetzt holen, Freunde? Innovator, also wir haben jetzt 6 Punkte verfügbar und können Innovator, Verteidiger und Netzschwinger können jeweils, also wir können theoretisch jeweils 3 von denen nehmen. Oder sollen wir lieber aufteilen, also alles gleich, oder mehr auf 1 setzen? Was ist denn Innovator? Halte Dreieck gedrückt, um ein gesponnene und Gegner zu greifen und zu werfen. Okay, damit können wir Gegner werfen. Verteidiger, perfektes Ausweichen. Okay, drücke, wenn ein Spinn im Blau wird, um den Gegner mit einem Netzschuss ins Gesicht zu kontern. Generiert Bonusfokus. Das ist schon mal ganz cool, das holen wir uns. Erwerben, halten. So. Zack, perfektes Ausweichen haben wir uns geholt. Netzschwinger wollen wir uns holen. Okay, Netzschwinger. Halte für einen Schwungtritt in der Luft Viereck gedrückt. Und lass den Gegner fliegen. Okay, das ist cool. Das ist cool, das holen wir uns. Und dann haben wir noch, ich guck mal, was meint ihr noch, aufteilen?
Okay, alles gleich sollen wir lieber machen, ne? Aufteilen. Ja, wir machen auch mal lieber. Ich guck mal gerade. Das sieht auch ganz cool aus hier. Netzgriff. Dass wir halte drei gedrückt, um eingesponnene und elektrifizierte Gegner zu greifen und zu werfen. Okay, das heißt, wenn wir die Leute... Okay, das ist gut, das machen wir. Das holen wir uns. Das ist echt cool. Das heißt, wenn wir die Leute so eingenetzt haben, können wir die mit Dreieck einmal wegwerfen. So, Netzschwinger, sagen noch ein paar Leute was. Schwinge ein zweites Mal mit einem Netzschwung, ohne Höhe zu verlieren. Okay, Schnellschwung. So, ich gucke jetzt mal hier kurz Innovator. Netzgriff schlägt Gegner beim Hochziehen nieder und räumt den unmittelbar auf. Okay. Erweiterter Lauer Takedown. Okay, das ist sowas. Okay, also eigentlich brauchen wir also ein bisschen mehr Netzschwinger, oder? Innovator. Okay, wir machen, glaube ich, erstmal alles ein bisschen gleich. Ich gucke jetzt gerade. Schnellschwung. Was ist das hier? Sky Marshall. Luftangriffe fügen zusätzlich Schaden zu und generieren mehr Fokus. Okay, die haben ja jetzt. Die haben ja relativ viel gemacht, diese Luftangriffe. Deswegen. Oder was ist das hier? Lufttricks. Okay, das ist relativ cool. Aber brauchen wir ja gerade nicht, Lufttricks. Die können wir uns ja später holen. So, was ist das hier? Punktsprungboost? Oh, okay, okay. Dann, komm, wir machen mal alles aufteilen, komm. Machen wir erstmal lieber so. Ist die Map groß? Die Map ist richtig groß. So, Ausweichfenster. Erhöht das Timefenster für perfektes Ausweichmanöver und Netzschusskonter und macht sie damit leichter zu erreichen. Okay, das ist gut. Drücke X und halte dann gedrückt, um in eine Richtung zu werfen. Komm, wir machen dieses, drücke im perfekten Augenblick, wenn ein Angriff landet, um Bonusmittel zu generieren. Wir machen dieses Ausweichfenster, holen wir uns. Zack. Und Innovator erhöht die Reichweite. Okay, damit können wir Leuten die Pistolen aus der Hand reißen. Das ist cool. Holen wir uns. Facecam unten rechts. Ja, stimmt. Eigentlich müsste man Facecam wegmachen, ne? Weil ihr es dann nicht seht. Ja, warte. Ich bin jetzt eh hier fertig. Also deswegen, wir holen es jetzt. Ah, wir haben jetzt alles gut. Gut, wir haben keine Punkte mehr. So. Wieder da. Wieder da. Wieder da. So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Da ist noch der nächste Job. Ab geht's. Drück X für einen Punktsprung. Chillig. Boah, das ist so geil, Alter. Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Okay, wir sind gleich da. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. So, zack. Mir gefällt Docs Enthusiasmus. Aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeil mich, bevor er sich noch wehtut. So. Schwingen. Jo, wir haben einmal 1 Euro Superchat von Leander Schramm. Dankeschön für den Superchat, Digi. Funny Moments von Spider-Man. Ich guck mal. Ich werde es mal ein bisschen jetzt halt. Ich werde es halt durchstreamen. Und wenn das halt echt gut ist, dann. Lustige Momente passieren, kann man es ja machen. Aber ich glaube nicht, dass hier so viele lustige Momente passieren. Fokusleiste voll. Okay. Das heißt, man kann vom Schwingen sogar seine Fokusleiste voll bekommen. So, Tür mal öffnen hier. Danke, dass es kein Video ist. Ja, ich finde, Spider-Man muss man irgendwie streamen. Nee, nee, Facecam mache ich auch nicht weg. Die bleibt da. Alles gut. Ich wollte nur genau meine Facecam halt unten hin machen, ne? Ein bisschen weiter runter. Sorry, ich bin zu spät. Wow. No. Uiuiuiui. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Oh Gott. Ich mach kurz Ventilator an. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht.
Warten Sie! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Okay. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen die nächste Phase. Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Jetzt bin ich extra zu dem gekommen, nur damit ich frei bekomme. Alles klar. Was poppen, Julian? Es geht. Das war eine Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag frei nehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Okay, Arm testen. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Hier kann man ja fast gar nicht mehr bewegen, den Arm. Mal sehen, was dir fehlt. Inspizieren. Okay, Beginn des Diagnosetests. Servokontrollpfad beschädigt, Servomotor beschädigt, Spannungssteuerung. Okay. Das heißt, der Arm ist ganz schön am Arsch. Gebrannt. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Stell eine Verbindung zwischen dem grünen Starter und dem orangenfarbenen Endteil her. Okay. Ich habe 5 Sachen frei. Gut. Das muss ich drehen. So. Zack, drehen. Okay, verstanden. Geschafft. So. Fortfahren. Okay, muss die Servosteuerung umleiten. Ich muss ja richtig jetzt hier mich ins Zeug legen. Okay, wir müssen hier runter und dann so. Das heißt, erstmal so geradeaus. Noch ein so. Dann den hier. Ah ne, Moment mal. Ah, das hat auch verschiedene. Okay, das hat auch. Okay, das hat auch verschiedene. Entfernen. Okay, das hat auch verschiedene Dinge. Müssen wir ja den hier nehmen, glaube ich. Ne, müssen wir nicht nehmen. Dann müssen wir einfach nur den nehmen, dass es durchläuft. Oder auch nicht. Nee, Moment mal. Das können wir gar nicht auswählen. So geht's auch nicht. Okay, weil der ist irgendwie... Okay, warte mal, dann machen wir es nochmal so. Dann müssen wir... andersrum gehen. So. So. Okay, nee, dann müssen wir den hier nehmen. Zack. Hier wieder runter. Okay, müssen wir den anderen... Okay, müssen wir... Ah, okay. Ich hab's. Dann müssen wir den nehmen. Dann den hier. Dann so und dann den hier. Sehr schön. Aha. Okay, und jetzt? Einfacher als gedacht. Hochkonzentriert, wie behangen geht. Jo, Kilske, was geht? Spannung neu ausgleichen. Die Spannungssteuerung einzustellen, muss auch die Spannungs... Okay. Manche Stromkreiseteile verfügen über eine positive oder eine negative Spannung. Okay. Gut, dann brauchen wir hier das Positive. Und das Negative. Und das Positive.
Okay, das war ja einfacher jetzt. Oder auch nicht. Wir haben irgendwie... Anscheinend. Warte mal. So, dann müssen wir doch. Warte mal, wir müssen doch. Müssen wir das hier nehmen? Ah, okay, 2 minus 1, aktuelle Spannung. Spannung ist 2. Ah ne, die Zielspannung ist 3. Okay, jetzt sehe ich das erst oben. Okay, also die Zielspannung ist 3. Das heißt, wir brauchen jetzt hier auch den Zweier. So. Fertig. Okay. Ah, interessant. Ne, also es ist nicht so schwer. Man muss nur kurz reinkommen. So, als würde man in GTA irgendwas hacken. Mal sehen, ob es geklappt hat. Aha. Der Arm bewegt sich wieder viel besser. Perfekt. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ja, auf jeden Fall. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Okay. Dann gucken wir uns mal die Teile an hier. Spektrograph ansehen. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Okay. Verwende Fragmente der unbekannten Substanz und bringe die okay. Okay. Bewege deinen Cursor mit L, drücke X, um ein Fragment aufzuheben. Okay, dann brauchen wir den hier. Oh ne, warte mal. Bewege deinen Cursor mit L, drücke X, um ein Fragment aufzuheben. So, oder was? Platziere das Fragment in einen verfügbaren... Ah, okay. So, das kommt hier hin. Dann kommt... Das kommt hier, nee. Das kommt hier hin. Und dann kommt das hier hin. Okay, einfach. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Okay. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Lieber raus hier. Aber bis jetzt mega geiles Spiel, muss ich sagen. Drück beim Hochlaufen an einer Wand in der Nähe des Dach X, um dich für das Gebäude zu katapultieren. Ich kann nicht mehr reden. Katapultieren. So. Okay. Mein anderer Job. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Okay, wir müssen da vorne hin zum Raft. Boah, New York sieht halt echt cool aus. Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. So. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Oh. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson. Das war's aber komplett. Wir die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch. Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Ja, Mann, das Spiel ist richtig geil, Alter. Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Ich freue mich schon, wenn wir so Überfälle und sowas machen können. Also halt verhindern können. Wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Da mal gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie! Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er bösen Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut.
Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt? Ja, hier, Jameson, Alter. Der Typ. Er hasst ja Spider-Man. Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe. Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er so der nächste Pate ist. Es wird aber aufs Dach. Zack. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Wir sind hier im Treffen mit dieser Fury, glaube ich, heißt sie. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Eine Yuri heißt sie. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Also Grafik auf jeden Fall schon mal. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Ja, Killer kann ich machen. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. So. Ich sehe mir mal den Turm an. Weiter mal. Ich guck mal, ob ich hier. Einstellung. Ne, warte, den muss ich hier. Ich glaube, ich kann nämlich schon mein Dings ändern. Figuren. Mein Anzug, glaube ich. Ah, hier kann man sogar. Das gucke ich mir nachher mal an. Das sind Kombos. Kann ich schon meinen Anzug ändern? Ne, kann ich wahrscheinlich noch nicht, oder? Na nee, gut, gucken wir mal später. Guck ich nachher mal. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Jo, Roland, was geht, Mann? Auf jeden. Okay, passe die Wellen an, okay. Okay, warte, die müssen so sein. Okay. Hey, machst du das noch fertig? Ja, gleich. Ich muss noch was überprüfen. So. Okay, müssen wir die Wellen. Aha. Okay, die waren anscheinend nicht ganz zufrieden damit. So, boah, ist ganz schön schwer hier. So. Aha, okay. Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar. Aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aha. Verbrechen lokalisieren. Hinter. Okay, ach, das sind doch hier die Billigräuber. Die holen wir uns doch. Pass auf, okay? Ach Jungs, was macht ihr da? Lasst doch lieber gut sein. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Gegner mit Nahkampfwaffen blocken die meisten Angriffe ab, sind jedoch anfällig gegen Luftschleuderangriffe, Netze und Wurfobjekte. Okay. Macht ihn alle! Okay, das hat chillig. Los, Jungs! Boots! Lass ab da hin! Komm schon! Okay, der hat mal richtig was abbekommen hier.
Boom. Na, was will... Ach, komm schon, Bruder. Zack! Zack! Warte mal, den will ich mal kurz gucken hier. Pass auf. Ich kann dir doch, glaube ich, deine Waffe klauen, ne? Komm mal her, ich kann dir deine Waffe klauen. Ah, ne, da muss ich gedrückt halten. Hier. Her mit deiner Waffe. Oh, das würde mich ja jetzt belasten, Bruder. So. Verbrechensmarken, eine. Okay, das ist cool. Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Aha. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Spider-Corp. Spider-Corp ist wieder am Start. Du bist also der Spitzel. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Lass sie in Ruhe. Ach, da kommen sie hier. Lasst mich in Ruhe. Ach, Jungs. Lasst sie lieber in Ruhe. Lasst sie los. Oh, Mist, Spider-Man. Oh, ja. Brecher blocken deine Nahkampfangriffe, setze Netze und Wurfobjekte ein, um sie verwundbar zu machen. Okay, okay, okay. Hey. Nicht, wenn ich dir die Knochen breche. Oh, Jungs, Zack. Komm, du bist jetzt mal ganz ruhig hier, mein Freund. Und hau rein, Boots. Zack. Ah, jetzt kommen wir langsam auf die Steuerung, klar, das ist echt gut. Oder sie ist tot. Jo, Bruder. Rette die Geisel, bevor die Zeit abläuft. Benutze L, um das Ziel anzuvisieren und drücke R, um den Gegner zu entwaffnen. Okay. Ja. Mit einer Waffe, Alter. Bam. Tja, gern geschehen. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass James... Yo, Yellow, was geht? Das Game ist mega nice. Seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle. Es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Sie haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich habe schon lang keine mehr gegessen. Oh. Ich schau mal vorbei. Danke. Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Spider-Typ. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Halte L in die Richtung einer Wand und dann für einen Wandlauf R gedrückt. Okay. Gut, dann laufen wir doch nochmal hin. Pass mal auf, Jungs. Da laufen wir jetzt mal hoch. Bist du noch cooler? Spidey! Dan. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den Spider-Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief natürlich hat Spider-Corp nicht, richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. So. Halte zum Zielen L2 und dann R2, um in den Bereich zu kommen. Ich kann die Türme verändern, okay, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Die müssen wir ganz eng machen. So, wir haben es fast geschafft. So, und dann ein bisschen, glaube ich, rauf noch. Ah, die sind immer noch nicht perfekt. So. Aha, okay. Natürlich, Giske. Oh, da ist ein Rucksack. Ein Rucksacksymbol. Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Gut, dann fliegen wir doch mal hin. Zack. Wo war der Rucksack hier? Ah, der war hier unten, okay.
Gib mir uns einen Rucksack. Oh, wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Ich glaube, in den Rucksäcken sind andere Outfits drin. Wie davon wohl in der Stadt verstreut sind. Ja, moin, wie viele Rucksäcke, Bruder? Hatte der keine Hobbys? Wie viele Rucksäcke hatte der damals? Finde Rucksäcke, um Rucksackmarken zu verdienen, mit denen du bessere Ausrüstung herstellen kannst. Ah, okay, das ist cool. Okay, das heißt, wir haben 1 von 6. Hier ist noch ein Rucksack. Wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade hier. Guck mal, holen wir uns doch mal einen Rucksack. Zum Ansehen andrücken. Die Speisekarte vom ersten richtigen Date mit MJ. Ich hätte sie gern edler ausgeführt. Tja. Aber es macht ihr nichts aus. Okay. Die Speisekarte. Da ist also nur eine Speisekarte drin. Noch da? Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Oh, Überfall. Spider-Korb ist unterwegs. Überfall, wo ist der Überfall? Halb Spinne, ganz Korb. Oh. Ab zum Überfall. Ach, Jungs. Jungs, hört auf, auszurauben. Das macht keinen Sinn. Mach den Safe auf. Na los. Hi, Leute. Ja. Spider-Man, knallt ihn ab. Sehr moin. Her mit deiner Waffe. Oh, der hat gerade seinen Kumpel abgeschossen. So, Jungs. Ups. Ach, Bruder. Das war's immer komplett. Noch wer seid mehr? Ihr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Ich kann die Tür einfach nehmen. Ups. Bam, Alter. Schön, gute Decke. Die Tür jetzt nochmal nehmen. Zack. So. Hatte denn. Der hat ein Maschinengewehr. Okay. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, wo ist der Turm in Chinatown? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop. Nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. Nein, nicht im Ruhestand. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Cops unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Okay. So kann man also an Sachen hochgehen. Er hat sich 50 Rucksäcke gekauft. Ja, Mann. Okay, dann müssen wir die Spur müssen wir jetzt wieder finden. Aha, okay. Wird hier immer leichter. Das Spiel ist, glaube ich, ab 16. Oder ab 12? Ne, ich glaube ab 16. Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Das heißt zum Labor. Wo ist das Labor? Ist das Labor hier? Überwachungsturm, Überwachungsturm. Okay, gute Frage. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Tag. Boah, das Schwing ist so schön flüssig, wie damals bei Spider-Man 2. Wenn man doch seinen Optimismus verkaufen könnte. Ab 12 ist das Spiel? Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Ja, ist doch noch besser. Kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Das
Spider-Man, Spider-Man. Mach das, was Spider-Man macht. Ich guck gleich mal, ob wir schon neue Punkte erhalten haben. Aber wir haben ja noch nichts so Heftiges gemacht. Deswegen glaube ich nicht. Zack. Ui. So. Zeig mal ein paar Details im Game. Lauf mal unten rum, mach ich gleich mal. Das Spiel ist echt geil. Ja, Mann. Ich bin 19. Das Spiel wird nicht leichter, du wirst einfach besser. Ja, oder so. Jetzt haben wir hier wieder normale Klamotten an. Hier sind ein paar Details hier. Ist auf jeden Fall gute Grafik. So ein, hier so ein Mainboard. Gut, gehen wir mal ins Labor. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Oh yeah, Spinnenarbeit. Anzug reparieren. Jo, Carlos, das geht. So. Parker. Dr. Octavius, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Oh Gott. Der weiß ja gar nicht, dass ich Spider-Man bin. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Aha. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. Alles klar. Check your E-Mail. Lesen Sie Ihre E-Mails. Gut, dann lesen wir mal unsere E-Mails. Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Okay. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund, Otto. Dankeschön, Otto. Das ist aber sehr nett. Weiße Spinne, hm? Okay, weiße Spinne. Ah, die haben wir noch gar nicht, die weiße Spinne vorne. Jetzt kannst du deine Marken einsetzen, um den verbesserten Anzug herzustellen. Okay. Ah, guck mal. Wir haben ja auch... Okay, fortfahren. Guck mal, wir haben ja auch unten, weil ich vorbestellt habe. Oder? Okay, ich kann gerade nur den aussehen. Aber guck mal, ihr seht jetzt hier... Also ich kann es gerade schlecht zeigen. Aber da sind ja unten, wo neu steht, habe ich auch andere Anzüge, weil ich ja das Spiel vorgestellt habe. Also ganz chillig. So. Neuen Anzug hier. Oh, der sieht fresh aus. Neuer Anzug und Anzugskraft freigeschaltet. Zum Vorfahren X drücken. Die Herstellung eines neuen Anzugs gerüstet automatisch die neue Anzugkraft aus. Okay, das heißt, man hat mit jedem Anzug eine andere Kraft. Anzüge können auch mit Anzug-Mods verbessert werden. Hier kannst du die Anzug-Mods freischalten und ausrüsten. Okay, schließe Nebenmissionen und Aktivitäten ab, um Anzüge, Anzugkräfte und Anzug-Mods freizuschalten. Benutze Marken, um den Anzug-Mods... Okay.
Deine Vielseitigkeit verbessern Angriff und Verteidigung. Du kannst 3 Anzugmods gleichzeitig ausrüsten, um Bonuseffekte zu stapeln. Das müsste gehen. Okay, chillig. So. Das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall. Okay, bin ich mal gespannt, was der Anzug so drauf hat, ne? Okay, das ist... Sorry, bin spät dran! Ah, oh, damn, sieht das geil aus, die Grafik. Ich komme! Siehst du das, Buddy? Hallo, New York! Neuer Anzug, altes Ich! Zack! Euer Anzug ist da! Hier wieder ein bisschen mehr Schwung, glaube ich. Damn! Spider-Man, ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Gut, gehen wir mal da vorne hin. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge Das ist keine Beta, das ist das Spiel. Spider-Man das Spiel. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. So. Zack. Njong. Wir sollen hier oben rauf. Gehen wir auch mal da oben rauf. Yuri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Okay. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet doch ständig was. Mit Plänen von Otto kannst du jetzt das Aufprallnetz herstellen. Aufprallnetz? Halt X zurück, um das Aufprallnetz herzustellen. Okay. Schalte neue Geräte mit Marken frei oder mit Teilen, die du in Mission findest. Du kannst die einzelnen Teile mit den Marken verbessern, verdiene Marken, indem du Nebenmissionen, Aktivitäten in der ganzen Stadt abschließt. Joa, chillig. Cool. Okay, cool. Wow, das könnte funktionieren. Halte L1 gedrückt, um die Geräteauswahl aufzurufen. Kann ich nicht lesen. Hab die Brille vergessen. Das Aufprallnetz. Aufprallnetz, okay. Feuere mit R1 ein Aufprallnetz auf einen Gegner. Unglaublich! Doc wäre stolz. Okay, chillig. Damit kann ich Netzschießer. Für 10 Finisher aus, spinne 5 Gegner anwenden. Okay. Vielleicht hat er das. Lenny sagt, es gibt mehr als einen Spider-Man. Sei bloß still. Das fehlt uns noch. Eine Spider-Man-Armee. Ihr seid neu hier. Deswegen sage ich euch, Redkopf ist hier. Komm aus deinem Versteck und kämpfe. Tja. Okay. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Hau rein, Bruder! Zack, Alter! Halt, drücke, um Anzugkraft zu aktivieren. Wow! Bam, Junge! Zack, zack, boom, was ein Kick, Alter, holy shit. Ich hab was für dich. Es ist Spider-Man. Ja, hab gerade eine Spende bekommen, ich guck sofort. Wir sind vorbereitet. Yo, chillt mal eure Basis.
Zack, zack. Ich hab was für dich. Ho! Oh. Gut, Junge. Oh. Das wird dir das Maul stopfen. Bam. Zack. Macht sich ja was gefallen. Oh, noch mehr von denen. Oh. Spider-Man, wir haben 4 illegale Waffenhändler im Radius von 3. Ich kann gerade nicht, ich bin voll am Kämpfen. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Ah, zeig mir, was du drauf hast. Okay, das elektrische. Okay, der so elektrische Waffen. Direkt mal aus seiner Hand rausziehen, ne, Bruder? Oh Gott. Zack, runter mit dir. Runter mit dir, bam. Chillig. Dein neuer Anzug verfügt über eine Anzugkraft. Anzugkräfte verleihen dir spezielle Fähigkeiten. Deine aktuellen Anzug... okay. Fokus auf, sobald sie verwendet. Oder regeneriert sich deine Anzugkraft mit der Zeit. Okay. Verflixt. Die haben ihre Kumpel gerufen. Gut. Komm her, mein Junge. Mehr Typen, willkommen zur Party. Hausregel, Tag, Bruder, bitte komm her. Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Okay. Her mit deinem Schild. Komm her, Junge! Aua! Komm her. Ich werde eingesponnen. Ah, will jemand aufgeben? Nein? Das ist dein Ernst, wirst du bereuen. Ah. Okay, wir haben gekontert. Wow! Wow! Okay, heilen, heilen, heilen. Oh, okay, das war chillig. Fuchsleiste ist voll. Komm her. Zack! Zack! Boom! Okay. Zack! Fokusleiste ist wieder voll. Okay. Ah, oh, ich wollte ausweichen gegen dich. Oh mein Gott, war das knapp. Ein HP überlebt. Ah,
Alles abgeriegelt, Captain. Tö. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eintreffen. Gute Arbeit. Okay, da haben wir mal richtig was bekommen jetzt dafür. Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette, das sind auch Verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Okay. Basismarken. Okay, das ist cool. Belohnung, Basis, okay. Wir haben jetzt hier auch neue Anzüge. Guck mal, wir haben Spider-Punk, also so ein Rockout. Dann haben wir Iron. Iron Spider-Anzug. Und Tempo-Anzug. Was ist das hier für ein Anzug? Den haben wir noch nicht frei. Aber hier haben wir auch nochmal neue. Noah-Anzug. Klassischer Anzug repariert. Werden wir auf jeden Fall mal alle in den nächsten Streams auschecken. Wenn ich alle Donations, stimmt. Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Ibim Spidey hat 3 Euro ausgehauen. Eine tiefe Nachbearbeitung von Fotos berühmter Wahrzeichen sollte ausreichen. Nicht rauchen und räumen. Ich weiß schon, womit ich anfange. Yo, vielen Dank für die Donation, Ibim Spidey. Mit 3 Euro mit bezahlten Gebühren, vielen Dank, Digga. So, dann würde ich mal sagen, ab geht's. Ist so, ne? Übel close. Hack. Tschu, 360. Damn. Ich glaube, wir haben locker gleich wieder neue Fokuspunkte. Guck ich gleich mal. Mit dem neue Sachen kaufen können. So. Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Drücke, um die Kamera auszuführen. Halte der Zweigedruck, um die Kamera auszurichten. Sobald der Sucher grün wird, kannst du mit 1 ein Foto schießen. Ziel im Rahmen. Cool. Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, dass ich eine ganze Stadt Fotos von Wahrzeichen und Wahrzeichen. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Okay. Das ist cool. Iron Spider-Man. Ja, komm, wir nehmen mal Iron Spider-Man, machen damit aber dann gleich kurz keine Mission, weil ich glaube, das ist zu OP. Glaube ich auf jeden Fall. Eiserne Arme, Verteidigung, Angriff. Komm, wir rüsten hier einfach mal aus. Iron Spider-Man. Aber wenn wir damit Missionen machen, ist glaube ich zu heftig. So, Kamera deaktivieren. Kann der jetzt fliegen oder was? Ha, es ist Mr. Lee. Hallo? Peter, hier ist Martin Lee. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mace. Das kann ein Iron Spider-Man machen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Ein Iron Spider-Man. Voll nice. Was kann denn der Iron Spider-Man machen? Weiß es einer? Würde mich jetzt gerade mal interessieren. Denn. Ich glaube, viel mehr kann er ja nicht machen, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Tempo-Fan. Officer zum Tatort, 1010, Drogenhandel gemeldet. Oh. Bitte nach Madison. Irgendwo ist hier ein Tatort. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Nichts, sieht nur anders aus. Moment, Moment, okay. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Toller Vermieter. Schneller rennen kann? Ich weiß nicht, ob er schneller rennen kann. Anderen Tricks machen kann, weiß ich auch nicht. Also die Frage ist, der andere hat andere Attacken. Hey Peter, wir sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Cool, bin unterwegs. Gut, ab geht's zur Party.
So. Zur Party, zur Party. Er kann so schießen wie Iron, man kann so fliegen. Ah, glaube ich nicht. Officer bei der Bowery, bitte melden. Ich stelle den Hörer auf gedämpfte Stimmen ein. Gucken wir einfach mal gleich. So. Achtung, alle Einheiten. Es gibt eine Körperverletzung. Oh, da ist eine Körperverletzung. Denken wir mal hin. Ein Überfall. Ich muss hin. Du willst auch was, Spider-Man? Ist hier der Moshpit? Super. Zack. Du hast darum gebeten. Ey. Okay. Komm her jetzt! Wow, geht er eine Waffe? Nicht cool, Mann. Nicht cool. Oh, verprügelt zu werden macht keinen Spaß. So, Verbrechermarken. Dann denk mal drüber nach. Okay, aus Versehen. Sorry, sorry, Leute. So. Dann lass mal hier hoch, mal gucken. So, wo ist meine Tasche? Okay, das ist eine Tasche. Der hat Spinnbeine, die er ausfahren kann. Hast du ähnliche Kräfte wie bei Iron Man? Gut, keine Ahnung, mal gucken. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Gut, hey, gehen wir mal in die Küche. Oh. Hey Leute, wie läuft das Spiel? Wonach sieht's denn aus? Ich gewinne. Er leidet unter Gedächtnisschwund, Pete. Ich schlage ihn. Na, das Wichtigste dabei ist doch der Spaß. Mir macht es Riesenspaß, ihn platt zu machen. Das träumst du, Lady. Spielst du mit, Pete? Nur Kleckerbeträge. Oh nein, das wird mir zu teuer. Ja. Macht ihr mal weiter. Die wetten auch noch. Im Sonnenuntergang sieht das richtig geil aus. Da gehen wir mal in die Küche. Hey, Peter. Was gibt's? Schau, nur mal vorbei. So, ich sollte ja in die Küche, ne? Hier, ja. So. Hey, Martin. Sorry, ich bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hau rein, Toastmetall. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten nein, in... Nein, nein, nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte... Ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter. Hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Peter. Was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre. Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und okay. Auf viele weitere Jahre.
Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Die Party war ja kurz für ihn, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Sprachnachricht von Yuri. Hör ich mir draußen an. Gut. Dann gehen wir doch mal raus. Hi, Peter. Deine Tante ist hinten, glaube ich. Da-da-da-da-da. Drücke Viereck oder Dreieck, um einen Gegner anzugreifen. Drücke dann O, um einen Absprung-Move auszuführen. Das ist eine andere Möglichkeit, um Luftkampf zu starten. Okay. Boah, geiles Bild, Alter. Geiles Bild. Sieht halt schon geil aus, der Anzug, ne? Hey, im Auktionshaus, in dem Fists Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Kein Problem. Fists Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte? Dun, dun, dun. So, warte mal, ich will mal kurz gucken. Der Anzug, den haben wir eigentlich noch nicht frei. Ich weiß nicht, kann der irgendwas? Verursache mit vier Armen, aber schnell. Okay. Aber jetzt haben wir wieder einen neuen Anzug hier. Wir haben wieder Scarlet Spider-Man. Spider-Man Armor. Das sind auf jeden Fall irgendwie lustige Sachen. Generiert schnell für Hybridmembran. Gut. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Okay, wir müssen auch noch mehr Türme aktivieren. Achtung, so. An alle Einheiten. Haben Meldung über Drohnenziel. Gemeldeter Ort ist Murray Hill. Sieht schon geil aus. Aber ich glaube, ich spiele jetzt den normalen, oder? Den normalen spielen? Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel... Ich spiele mal ganz kurz den normalen. Ich habe gerade Lust drauf. Er sieht halt auch echt nice aus, muss ich sagen. ...mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Ach, Tante May. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben... Er kann vier Arme aus dem Rücken bekommen. Ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. May, ich weiß nicht... Nee, das ist das Spiel. Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Zack. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Okay, ich glaube, wir müssen mal wieder zu den Häusern. 1072, gut aus. Überfall. Brauchen Officer am Standort. Officer, bitte in den Century Park. Oh, warte mal. Hier sind, glaube ich... Da ist irgendwas los, glaube ich. Okay, warte, gehen wir mal hin. Wird jemand ausgeraubt? Wenn man was reißen kann. Oh, ihr habt ohne mich angefangen. Oh nein, Spider-Man! Du wirst bezahlt! Oh, yo, Jungs, chillt mal euer Leben. Aua! Okay, Jungs, ich zieh durch. Unser Leben hier heilen. Yo, was haben die für kranke Sachen? Schön, dich zu sehen. So, komm her jetzt. Yo, chillt euer Leben. Die wollen mich hier umbringen. Doch nicht, Alter. Der mit der Waffe regt mich richtig auf. Ich muss den mit der Waffe loswerden. Gut, wir holen uns jetzt den mit der Waffe.
Oh, die haben alle Waffen. Komm jetzt her, Alter. Bam, bam. Zeig's ihm richtig, Spidey. Tja, Bruder, das war's immer komplett. Aua. So, den haben wir auch geholt. Wo waren denn noch die anderen? Hier vorne. Zack, auf deinen Kumpel hier. Das war's schon? Irgendwie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. So, das war ja irgendwie relativ schwer. Ich weiß auch nicht warum. Hä? Achso, okay. Gut, dann geht's weiter hier. Was ist jetzt deine Meinung zum Spiel? Ich muss sagen, echt geil. Ich freue mich halt richtig so, wenn man nach alles durch hat und kannst halt einfach richtig geile Kombos und sowas machen. Juli hat unauffällig gesagt. Ich nehme besser den Hintereingang. Unauffällig? So. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Juri, der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Okay. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. So, dann gucken wir doch mal hier, wie wir die am besten leise ausschalten. Müssen wir hier lang? Kampffokus, Netzschießer, okay. Fallen lassen. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich halte nicht bemerken. Halte L2 gedrückt, um auf den Boden zu zielen. Drücke 1, um den Netzschießer abzufeuern. Ah, okay. Hahaha. Zack, komm mal her jetzt hier. Okay, das ist geil. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. So. Ab in den Lüftungsschacht. Wir müssen jetzt hier lang. Ich sollte ihn von oben einspinnen. Okay. Uah, Vorsicht. Bewege dich für einen lautlosen Take hinter einen Gegner. Okay. Takedown! Du bist jetzt mal ruhig. Da kommt jemand. Sie werden mich hier unten sehen. Geh lieber hier rein, Alter. Hier ist noch jemand. Bestimmt. Sie muss die Akte haben. Alter. Jing Zhen Da Dian, Yo Kai Le.
Okay. Okay. Oh, das ist richtig spannend. Kamera. Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel, 1 Cent für jedes keine Bewegung und... Aha. Hey, Pete. Mary Jane? MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. Was? 15 Minuten zuvor. Okay, das ist jetzt... Das verwirrt mich jetzt. Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig? Vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Okay. Ah, jetzt spielen wir die, oder? Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. Dann gucken wir uns doch mal die Objekte an, ne? Mal gucken, was gleich alles passiert. Untersuchen. So hat Fisk sich wohl gesehen. Als großen Mann, der tat, was andere nicht tun würden. Der Typ hat sich gewaltig überschätzt. Okay. Na, oh, ein Samurai-Schwert. Katana. Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Schwester MJ. Okay. Ich weiß noch, als Fisk mit dem Import illegaler Artefakte begann. Er hat den Hafen gekauft, um seine Spuren zu verwischen und die Mitarbeiter entlassen, so wie Dad. Ich wünschte, dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Irgendwie schon. So. Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und... Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Ja, anfangen, ne? Interview beginnen. Ist das ein Knaller? Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Okay. Jungs, wir machen ja ein heftiges Interview. So. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Tarashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal?
Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Hier, die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Achso, Freund hier. Beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Wohin? Achso, okay, wir sollen uns hier hinstellen. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Mann, mach doch dein Telefon aus. Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte erledigt. Craig, ich rufe Sie zurück. Okay. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Okay. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Sie werden den Ort nie wiedersehen? Alles klar. Das sehen wir doch mal gleich. Hallo Craig, komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Wenn Leute misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen und sie fangen an zu untersuchen. Sobald du das siehst, wurdest du entdeckt. Okay. Wenn sie nicht ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Dreh dich um. Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen. Wie soll ich denn jetzt zur Tür kommen? Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Oh. Oh. Natürlich, Craig. Oh, was dreht sich denn immer um? Okay. Ich glaube Ihnen nicht. Pete hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Okay. Aber wie? Ob es hier... Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Okay. Gucken wir doch mal hier. Er hält etwas in der Hand. So ein Stab oder so hält er in der Hand. Müssen wir wahrscheinlich so einen Stab reinlegen. Wo ist denn dieser Stab? Aha! Ist da doch, oder nicht? Vielleicht hier in die Tür rein? Nee. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Stab zu tun. Zu Fisk ist sie sicher netter. Kann ich nicht so einen Stab einfach nehmen? Die Statue ist beweglich. Ah. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne.
In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Das hier. Warte mal, kann ich immer so eine Statue machen? Ah, jetzt. Vielleicht lässt sich das bewegen. Warte mal, wir müssen das genauso machen wie hier. Guck, warte. Den Arm runter, den Arm hoch. Den Arm so hoch. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Rechte Handfläche weist nach vorne. Okay, gut, machen wir mal so. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Okay, vielleicht so. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Mund geschlossen. Linker Arm runter, rechter Arm hoch, Handfläche weist nach vorn. Kann ich jetzt auch noch die Handfläche ändern? So. Warte mal. So? Lass mal gucken. Untersuchen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Okay. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. So. Oder was? So jetzt? Linker Arm runter. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Zwei Posen. Geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Mund geschlossen. Der Arm war doch so. Rechte Handfläche weist nach vorn. Die weist nach vorn. So vielleicht? Spiegelverkehrt? Eigentlich schon, ne? Muss der spiegelverkehrt sein. Warte mal, es verwirrt mich gerade. Ansehen. Spiegelverkehrt. Ah, okay. Okay, anderes links. Na ja, genau. Wir machen das spiegelverkehrt. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Okay. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Ja, denn so oder was? Andersrum denken. Den Kopf nach rechts. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Ich hasse sowas. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Mund geschlossen, linker Arm runter. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. So. Linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. So. So. Den Kopf vielleicht noch anders Im drehen? Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund so? Geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Ach nö, ich hasse sowas, wenn ich nicht weiterkomme. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach Mund vorne. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne.
anderen und linken Arm hoch. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Sehr schön. Ah. Fast. Fast. Aber ein Teil fehlt. Ein Teil fehlt. Ah, ich weiß, welches Teil fehlt. Das hier, das? Ja, aha. Ja, ja, genau. Die habe ich schon mal gesehen. Nehmen. So, das war in welcher Hand war das? In der. So geht das nicht. Wieso geht das nicht? Passt. Ist aber nicht richtig. So? Nein. Was war denn? Der Kopf. Passt. Ist aber nicht richtig. Okay, warte mal. Den Kopf müssen wir anscheinend drehen, oder? Kopf drehen? Dreh doch den Kopf noch. Okay, warte mal. Gucken wir nur kurz aufs Bild hier. Da haben wir es auch einmal geschafft. Untersuchen. Der Kopf genau in die andere Richtung. Okay. Den kann, also drehen kann ich den jetzt nicht mehr. Also ich kann auf jeden Fall jetzt nichts mehr machen. Kopf kann ich nicht mehr drehen. Vielleicht geht das ja gleich. So, untersuchen. Das vielleicht drehen oder so? So geht das nicht. Wieso geht das nicht? Also den Kopf kann ich auf jeden Fall nicht mehr drehen. Die Pose ist anscheinend fest. Ja, Jungs. Der Kopf kann ich, den kann ich nicht drehen, glaube ich. Ich gucke jetzt nochmal. Guck mal, wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich den Kopf nicht drehen. Also hier wird mir nichts angezeigt. Die Position ist jetzt fest. Also ich kann hier nichts mehr ändern. Hier wird mir nichts mehr angezeigt. Also ich muss das jetzt irgendwie so machen. Oh, ich hasse sowas, ne? Vielleicht das nochmal ansehen? Er hält etwas in der Hand. Ja, ach nee. Warte mal. Die Krone vielleicht. Nee, man kann nur... Oder? Ach, man kann auch die Teile nehmen. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Falscher Stab, ne? Na, nix, Kopf drehen hier. Ich glaube, es ist der hier. Ja. Norman Osborn. Oh, falscher Stab. Ja, ja, was jetzt haben wir es. Teufelsatem. Falscher Stab war es gewesen. Das muss ich... Oh nein. Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht. Yeah. Nicht oh, ja, moin. Gut. Wo ist die Statue? Da drin. Oh oh. 把文件找出来. Oh oh. Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Okay. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Schlaf schön. So. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte?
Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse. Oh, nicht gut. Ich glaube, soll ich das nicht machen sollen. Okay, nochmal neu probieren. Das war ja nicht so gut jetzt. Okay, wie soll ich die denn am besten ausschalten? Netzstark Takedown. Hey, die sind schon wieder alarmiert. Oh oh. Oh oh. Oh, das war knapp. Okay. Nein, lassen Sie mich gehen! MJ! Ey, nein! Stopp! Nein. Spider-Man! Versteck dich! Ach, Jungs. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow! Was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Wow. Okay, ich hab gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Auf euch die Bombe! Mit Energie zu sein, nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen, bleibt also auf meiner Wunschliste. Ey, uncool. Oh, ist ja knapp. Alter, 1 AP, 1 AP, 1 AP. Sag mal, warum ist das denn so schwer? Kann doch nicht so schwer sein. Echt uncool. Okay, ich werde direkt Name, angegriffen. Oh. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Oh, ausgewichen. Jetzt aber, jetzt habe ich es aber. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Zack! Alter, der mit seinem Kuschen. Das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geister. Alter, was ist das für ein kranker okay. Scheiß? Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Oh, der hat seinen Kumpel abgeschossen. Okay. Uiuiui, erster Versuch war ja nicht so gut. Ja, das glaube ich nur, Skills. Ey, was machst du da? Zack. Zack. Boah, wie viele hier kommen? Wow! Uncool. Boah, der mit seinem... Aua! Zack! Komm her jetzt! Okay,
Okay, der ist schon mal hin. Ausdauertraining absolviert. Boah, ist ja richtig schwer, Alter. Fünfter Tod, auf jeden. Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Okay. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Crazy. Crazy, crazy. Erstmal hier getextet. Mix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Okay. Chillig. Doch, ich habe den schon einmal angezogen, No Skills. Wie kann man denn da die Spezialsachen machen? Seit wann ist Mix eine Pizzeria? So. Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja... Yo, Weißwurst, vielen Dank für dein Mitglied. Neues Mitglied Weißwurst, das geht, Digga. Dankeschön. In 6 Monaten kannst du... Vielen Dank. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel. Und musst du den Common-Balken umfüllen und dann L3 und R3 weißt gleichzeitig drücken? Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Okay. Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später. Geh schon. Die ist verliebt. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart tja, ja moin, Alter. Das ist hier Stan Lee. Stan Lee, Alter, Legende. Crank. Crank, crank, crank. So. Okay, dann würde ich mal sagen, dann machen wir hier mal einen Cut, Freunde. Hey, ich bin's. Ich denke mal, ich mache halt jede Episode so zwei Stunden ungefähr machen. Schocker. Und deswegen würde ich sagen, hier machen wir mal einen kleinen Cut. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Leute grüßen, die mir jetzt noch bei Instagram folgen oder mein letztes Bild liken. Werde ich mal ein paar Leute grüßen. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, ein Like da zu lassen, wenn euch die Episode gefallen hat von Part 1. Ich werde jetzt jeden zweiten Tag Spider-Man streamen, immer 2 Stunden. Folgt mir am besten einfach auch auf Instagram, weil da werde ich halt das Ganze ankündigen. Oder wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr auch einfach abonnieren und dann die Glocke aktivieren. Dann wird es auch natürlich für euch aktiviert, wenn dann ein Stream kommt. Also kriegt ihr eine Benachrichtigung. So, deswegen, ich werde jetzt mal ein paar Leute vorlesen, die mein letztes Bild liken oder mir halt folgen, die es vorher noch nicht gemacht haben. Deswegen gucken wir gleich mal, wen wir alles so am Start haben. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Mir macht das Spiel auf jeden Fall richtig Bock. Ich bin da echt mal gespannt.
Keine Angst. Dann werden wir gleich mal das Ganze hier speichern. Den habe ich vor dem Betthof voll wieder in Rikers. Das sieht eigentlich richtig cool aus. So Spider-Man ist halt mega nice. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Verrückt. So, gucken wir jetzt mal hier bei Instagram. Hier haben wir so am Start. Wir haben einmal Obrox Junior. Was geht, Mann? Dann haben wir Becker, Killskill auch am Start. Dann haben wir Lukas, Amar, Robin, David, Fernando, Tim, Kerem, Chan, 6060, Erik Volkmann. Dankeschön für deinen Follow, Bruder. Mani, V1217, Franziska haben wir noch am Start. Und dann mal hier einmal aktualisieren. Daniel, Lordapo, Leon, Devin, einmal hier aktualisieren. So, und dann haben wir zu guter Letzt die letzten, wir machen jetzt mal so die letzten 5 Leute, einmal um zu gucken, haben wir Mani 425, Daniel, Elias Schwalbach, Lukas Söldner und zu guter Letzt haben wir GL Josi. Und Top für Leon. So. Vielen Dank, Leute, dass ihr alle dabei wart. Das war Part 1 der Leute schockt und ausraubt. Von Spider-Man PS4. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Mein Fazit: geiles Spiel, muss ich sagen. Ich bin echt mal gespannt, wenn ich das durchhabe, was man dann alles so nachher machen kann. So Schwingen und Kombos und sonst was. Deswegen, Leute, vielen Dank, dass ihr alle am Start wart. Macht es auf jeden Fall gut. Haut da rein. Und wie gesagt, Part 2 kommt dann am Sonntag. Sonntag 14 Uhr wahrscheinlich oder 12 Uhr wahrscheinlich ein bisschen früher oder halt abends. Auf jeden Fall einfach Instagram folgen, ihr wisst dann Bescheid, wann das Spiel losgeht. Sag ich mal ja auch täglich, gucken wir einfach mal. So Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.